Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Also, ich werde heute ein Tutorial machen über den Mod Vulkano. Ich kann euch auch zeigen, wie ihr den installiert. In meinem ersten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man mit MC-Patcher Mods installiert. Und das werde ich jetzt auch wieder so machen. Also, geht ihr in MC-Patcher. Ich habe ihn jetzt schon hier dazugefügt. Muss nur wieder haken, Patch. So, jetzt ist er installiert. Es geht natürlich alles etwas komplizierter, aber das wird euch alles beim anderen Video erklärt. Also, dann mache ich mal eine neue Welt. Vulkano. So. Jetzt wird die Welt generiert. Kann man hier auch sehen. So, jetzt sind wir hier im Schnee. Oh nein, doch nicht ganz im Schnee. So am Rande des Schnees. So, ich benutze jetzt hier Too Many Items. Könnt ihr ja hier sehen. So. Da suche ich jetzt erstmal den Vulkanspawner. Ist ein Lava-Eimer. Ich könnte ja eigentlich auch mal kurz craften. Crafte ich ihn mal kurz, weil es dauert jetzt zu lang, den hier zu suchen. Also ich mache mal kurz eine kleine Unterbrechung. Also ja Leute, sorry für die Unterbrechung, aber ich muss mal kurz das gucken, weil mein Ton nicht mehr so ging. Also dann machen wir mal direkt weiter. Ich habe mir inzwischen die Ressourcen besorgt, dass wir für das Vulkanspawner benötigen, um ihn zu machen. Ein Diamant hier in die Mitte und TNT an den Ecken. Nicht an den Ecken, sondern jeweils in der Mitte. Also dann kommt Obsidian an den Ecken. So, dann habt ihr hier den Vulkanspawner. Also, den könnt ihr jetzt irgendwo mal platzieren. Ich mache das einfach mal hier. Und jetzt wird hier ein Vulkan gecreated. Und jetzt bin ich gestorben, weil ich Kreativmod vergessen habe anzumachen. Also, respawn. Oh, hier sieht man schon, hier wird der Vulkan über uns gemacht. Also, das ist ziemlich schlecht direkt am Spawn, aber naja. Da hat man auch gleich Gold gesehen, da kommen meistens Ressourcen nach oben und hier leckt es jetzt ganz schöne. Ja, ich glaube, ich werde erstmal rausgehen, speichern und zum Hauptmenü. Ich werde erstmal hier die ganzen Sachen beenden. So. Dann werde ich das Ganze nochmal neu. So. Gehe ich nochmal rein. Vulkano. Jetzt dürfte es nicht mehr so lecken. Naja, geht so. Ist ja auch nur zum Zeigen eigentlich. Normalerweise leckt es nicht so. Und da ich jetzt auch noch das Laufen habe, leckt es natürlich jetzt ganz arg. Und hier seht ihr schon, hier ist der Vulkan gemacht. Sieht zwar nicht richtig aus wie ein Vulkan, aber hier kommen auch schon die Gesteinsbrocken rausgeschleudert. Guck. Hier. Ja, und das war's eigentlich schon mit meinem Tutorial. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.